Hallo meine Lieben, hier ist wieder Andreas und ich begrüße euch zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Black Flag. So, ich bin jetzt immer noch dabei, die... Guten Tag dir, Edward! Ja, guten Tag und... Finde ich immer klasse, wie sie jubeln, wenn ich wieder da bin. So, ich soll jetzt hier immer noch die San Lorenzo finden und den Marienauftrag erledigen. So, jetzt fahre ich mal. Ja, wie fahre ich das mal am besten? Ist in dem Bereich hier. Schlipper ich hier durch? Ne, ich fahre einfach hier außen rum. Ich hoffe mal, dass die San Lorenzo nicht wieder so ein Riesenpott ist, obwohl der letzte ja eigentlich relativ leicht zu besiegen war. Überraschenderweise. Hab nicht damit gerechnet, dass das so einfach ist. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich 2, 3, 4 Anläufe brauche. Aber naja, okay, gut. Wir werden es sehen. Wieso ist da jetzt hier Sperrgebiet? Ja, das hier. Ne, Quatsch, die Ecke hier Sperrgebiet. Wegen der San Lorenzo. Ach, wie viel? Warte mal, wie viel? Ah ja, 15. Gut. Da Treibgut, das wird mitgenommen. Steuerbord, da treibt etwas Frachtgut, Sir. So, die San Lorenzo, die ist hier irgendwo. Keine Ahnung, kann ich nicht erkennen. Gut, die ist es auch nicht. So weit weg. So, wo hat die sich denn jetzt hier versteckt? Da ist sie. Doch, das ist sie. Oh, 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 bevor ich ja beinahe auf... Okay, da muss ich mich auch nochmal drum kümmern, das da einzusacken, aber das mache ich nicht jetzt. Ich werde jetzt mal zusehen, dass ich die San Lorenzo... Steuerbord, Captain! Riecht nach Beute! So, jetzt habe ich die San Lorenzo gefunden, und du? Soll ich sie jetzt versenken, entern, oder was soll ich da jetzt machen? Achtung, Edward! Diese Gewässer sind voller Feinde! Die San Lorenzo entern, na, alles klar, gut. Backbord, Captain! Da, eine Art Frachter, Sir! Feuer! Ja! Sind bereit, Sir. Feuer! So. Feuer, Captain, gib das Feuer! Ja, Captain, da sind sie am empfindlichsten. Feuer! Zu schießen, Sir. Feuer! Feuer! Sie wurden im Rand gesteckt. Feuer! Sie entern, Captain. Oh, das war's schon? Das ging ja schnell. Das ging ja also weitaus schneller, als ich gedacht habe. Ich habe da jetzt eigentlich mit einem längeren, härteren Kampf gerechnet, aber das war ja jetzt schon bei einer Pillepalle. Wir werden euer Tod sein. Zieht sie in ihren Untergang. Alles klar. Ich weiß nicht, warum das jetzt in letzter Zeit immer so... So. Gott. Oh ne, der ging voll daneben.
So. So. Gegnerische Kundschafter töten. So, wo ist er denn jetzt? Ach, da oben. Oh, ich Idiot! Oh, ich Idiot! Was mache ich? Oh. So, Moment mal. So. Oh Mann. Geschafft. Das ging ja gerade nochmal gut. 50 Holz, 90 Stoff, 4 schwere Kugeln, 2 Mörsergeschosse und 5 Crewmitglieder. Ich nehme das mal in meine Flotte auf das Schiff, mal gucken. So. Dann gleich mal hier weiter zum nächsten. Oh ne, warte mal. Warte mal, ne, warte mal, warte mal. Irgendwo hatte ich doch jetzt hier noch ein. War hier nicht noch irgendwo so ein Ort, den ich noch nicht erkundet hatte? Ach ja, hier. Der hier. Aber jetzt gehen wir doch erstmal hier hin. Seid gegrüßt, Reibeuter, eine spanische Schurken. Eine spanische Schurkenkapitän? Ist für die brutalen Morde an einigen meiner Mitarbeiter verantwortlich. Begebt euch an Bord seines Schiffes und setzt seinem Leben ein Ende. Damit anderen ein solches Schicksal erspart bleibt. Alles klar. Gut, dann machen wir das auch mal glatt. Captain steuert! Los, Segel, los geht's! Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden, ne? So, und jetzt volle Fahrt voraus. Alles klar, das scheint ja irgendwie ein Land zu sein oder so. Warte mal, ich glaube, das war dann jetzt auch erst einmal. Ach nee, Quark. Dann noch die beiden hier. Von Backbord, Captain! Was sie gelockert haben, als sie getroffen wurden. An die Schurken, Turner! Ah, da ist wieder Treibgut. Wenn's aus der Spielbau rutscht, hau einfach feste drauf. Backbord, Sir! Dort schwimmt Beute! Kreuzsegel bereit? Wir werden über die Ankerklüse gehen, wenn's soweit ist. Die Herkules entern. Ich lasse sie mehr Pech auftragen. Feuer! Ja! 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 Ja!
unseren Captain. Feuer! Und auf den Grund. Bereit zu feuern, Sir. Sie präsentieren Feuer! Sich mal. Lassen Sie dafür bezahlen. So. Ey, das kann ich auch. Wurden Nein. getroffen, Sir. So, was ist denn jetzt hier mit dem Kanonenboot? Ach. Feuer! Präsentieren Sie euch unter! Lasst Sie dafür bezahlen! Ein Wrack mehr! Und das war's dann ja auch schon. Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Entern auf dein Zeichen, Captain! So! Sind bereit, Sir! Und das war's dann für die. So, Burschen, ihr habt ausgespielt. Aus Ende im Gelände, aus dem Aus. Für euch ist Game Over. Game over für euch. Ja, ja. Gut, dann mal kurz rüber joggen. Och, Leute, lasst mich doch einfach mal an Bord euch platt machen. Ihr habt doch eh keine Chance, Herrgott. Ja, bitte. Also, hat sich schon erledigt. Ich glaube, da repariere ich die Jack doch mal mit. Das ist ja nur ein kleines Schiff. Das will ich, glaube ich, sowieso abwracken, also weg damit. Alles klar. Mit der Beute können wir das Schiff aufrüsten, Edward. Stimmt, denn... Der Captain manövriert! Nee. Will ich doch gar nicht, ja Gott. Da sind ja jetzt auch ein paar Aufträge oder die zwei, drei Schiffe, die ich losgeschickt habe. Die sind jetzt auch schon wieder zurückgekommen. San Lorenzo? Nein. Boah. Ach, nehmen wir das mal weg. So. Feuerkraft 32, das ist ja die... Das sind die Aufträge, die erfolgreich waren, die drei. Sie haben ein sammelbares Fundstück erhalten. Hufeisengefäß. Hufeisenförmiges Gefäß. Okay. Hm. So, jetzt repariere ich jetzt mal meine Schiffe, mal ganz kurz. Na, dann komm schon. So. So.
Das ist auch noch kaputt. Ja, egal. Ich kaufe jetzt nur noch mal einen Dock und dann das nächste Schiff, das ich aufnehme, das wird ja auf jeden Fall auf sich nicht lange auf sich warten lassen. Oh Mann, das wird ja immer teurer, sehe ich gerade. Das nächste Mal kostet ja schon 2000. Da wahrscheinlich das dann 3, 4 und dann 5000 Diamanten. Oha, das ist ja heftig. Das ist ja heftig. Nee. Na, ich habe nicht genügend Ressourcen, um irgendwie was wie eine neue Mission zu starten. So, dann gucken wir mal, ob ich mein Schiff ausrüsten oder aufrüsten kann. Oh, nee. Also bei dem Metallkram und was ich hier habe. 350 Metall, nee. Zocker, weg damit. Rum, weg. Tut mir nur leid, Leute, denn es ist heute Abend kein Saufen angesagt. So. Dann gucke ich mir jetzt mal den Ort an, da der noch nicht erkundet ist. Der war jetzt... Wo war der jetzt? Da, aber ich mache jetzt erstmal... Na. So. So, mal sehen, was hast du denn für mich, mein Junge? Oha, oha, das ist ein ganz schwerer Auftrag. Seid gegrüßt, Frau Bruder, ich bin nur ein einfacher Händler, doch manchmal müssen auch Händler Krieg führen. Ich habe die Dienste mehrerer Freibeuter in Anspruch genommen, um eine Flotte sogenannter spanischer Händler zu versenken, die in Wahrheit halt nichts als gewöhnliche Piraten sind. Schließt euch uns an, eine glorreiche Schlacht steht bevor, unterzeichnet Milo von... Oha, das wird schwer. Der wird schwer. So, jetzt will ich aber erstmal zusehen, dass ich... Ahoi, Kenway. Müsst ihr abtauchen? Ja. Danke. Betrachtet euch als von allen Sünden erlöst, mein Sohn. So, dann wollen wir uns doch mal diesen Verbündeten aufspüren. Ja, wo ist denn das jetzt? Wo sind denn die Verbündeten? Alles klar, das sind ja wahrscheinlich die beiden Schiffe da vorne, ne? Ja. Bring die Hauptsegel in den Wind! Befestig die da! Ich will sie nicht schlagen und gucken! Bring jeden fetten Oh, wenn das sogar so schwer ist, dass ich da mit zwei anderen das machen muss, die auch nicht kleiner sind als ich, die Schiffe. Oha. Dann wäre das heftig. Ich nehme an, dass das... Ja, die beiden sind das. Wir sind nicht allein, Sir. Ja, wir sind auch nicht... Ich bin auch nicht alleine hier, du. Segel raus aus der Böe! Seesegel rein! Bramsegel aufsteigen! Feuer! Ja! Der Nase, Edward! Schießen! Erwarten Befehle! Sind Feuer! Der Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Ja! So! Ich kann jetzt aber auch gar nichts sehen. Wo ist denn der andere Pott? Ach, da! Ah ne, das ist ein Verbündeter. Feuer! Da sind sie verwundet! Ja!
Wieso daneben? Der hat getroffen. Zeichen, Captain! So, und tschüss, Leute! Bereit zum Schießen, Captain! Gut! Gut, ich hätte sie auch entern können, aber scheiß drauf. Aber scheiß drauf jetzt. Steuerbord, diese treibende Beute wartet nur auf uns. So. Feuer! Och, da kommen jetzt noch mehr. Na super. So, Leute. Von Steuerbord. Da, ein Überlebender. Gut. Den nehmen wir mal mit. Das war klar, dass wir Schaden nehmen, dass wir bei dem riesen Pott da nicht ungeschoren davon kommen. Das war klar. Feuer! Eine Salve genau da rein! Erwarten Befehle! Feuer! 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 Hilf sie dort, Sir! Das wird sie versenkt! Feuer! So! Sie haben uns, Captain! Ja, von wegen hier, sie haben uns. Feuer! Sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Feuer! Bleib unter Reichweite! Feuer! So, Moment, Moment! Feuer! Außenbereich ein zum Enter, Sir! Zerstörer, Captain! Wir zerschellen! Haben Schaden genommen! Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! So! Die schwarzen Konvoi versenken. Ne, das große Schiff hier, das ändere ich jetzt. Das will ich haben. Das will ich in meine Flotte aufnehmen. Leesegel heißen, los geht's! Leesegel setzen! Die anderen sind mir scheißegal, ja. Der kommt weg, Sir. So. Kann ich da oben in den Mast reinschießen, um die Kundschaft da zu töten? Natürlich nicht. Ach. Okay, gut, das... So. So,
So, das machen wir mal anders. Oh. Oh nee. So. Moment. Komm, hier, komm, Bursche. Hier, komm, hier. Siehst du, so läuft das. So, aber jetzt will ich mal... Eigentlich wollte ich jetzt mal hier oben rauf. So, da oben. Ach Kacke, ich wollte eigentlich da oben hin, wo der Kundschafter ist. Kacke. Komm hier, Bursche. So, Moment mal, wo sind eigentlich noch mehr Pulverreserven? Oh. So, Moment mal, wie komme ich denn da erstmal hoch hier jetzt so? Du bist ja sonst so gut im Klettern, Edward. Also mach mal hin hier, du. Komm, du kannst das doch. Ach. Wie komme ich denn jetzt mal hier hoch? Also, geht doch. So. Erledigt. Real 250 Gramm oder 50 Zucker und ach, kann ich das gar nicht aufnehmen in meiner Flotte? Schade. Naja, gut. Ist egal jetzt. Achtung, wir stoßen zusammen! Halbe Segel, fangt etwas Wind ein! So, weg. Bereit zu schießen. Erledigt. So schwer war die gar nicht, ganz ehrlich gesagt. Also, ich hab's, ich hab eigentlich gedacht, das wäre schwerer. So, wo haben wir denn jetzt hier mal das Treibgut? Quark. Vieren und Fahrt aufnehmen. Mehr Segel, alle Segel! Gebt den Wind ab! So, den Schiffbrüchigen nehme ich auch auf. Mehr Segel, Männer! Ich sehe gerade, ich habe ein bisschen wenig Leute. Alle Segel, sie verträgt das! Leesegel, die Böen nehmen Topsegel, wir mit! Topsegel,
So, das Segel setzen, Bewegung. Treibt gut, das sammeln wir auch nochmal ein. Haupt-, Rahm- und Maßsegel heißen. So, dann mal gucken. So, wo ist denn jetzt hier der nächste? Und der erstmal vorerst der letzte, oder die letzten beiden, die sind jetzt hier. Ja, wenn ich schon hier bin, dann gehe ich auch gleich hier zur Hauptmission. Also, Kurt, unsere Bucht wird von einer Flotte blockiert. Ei, die Armada. Das sind Torres und seine Männer. Und was genau gedenkst du nun bitte zu tun? An ihnen vorbeisegeln. Wie jetzt? Ist das jetzt hier schon die Hauptmission? Nein, kann nicht sein. Kann dir die Bluthunde vom Hals halten, Captain? Brauche ich im Moment nicht, aber trotzdem danke, Kamerad. Seid gegrüßt, Freibeuter. Die Briten haben sich erneut als Feinde des internationalen Freihandels erwiesen. Ihre sogenannten Piratenjäger versenken viele unbescholtene und unschuldige Schiffe. Dafür müssen sie bestraft werden. Findet einen Weg, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Auf welche Art auch immer. Und vernichtet sie. Bekanntheitsgrad erhöhen, um Jagdschiffe anzulocken. Okay, gut. Aber ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und seid das nächste Mal einfach wieder dabei. Bye, bye.